Ja, Flughafen noch, ne? Mal wieder. Erstmal, wo geht's hin? Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag und Nock hat einfach mal spontan gebucht. Sie will mir bis jetzt noch nicht erzählen, wo es hingeht. Das heißt, ich erfahre jetzt gleich, wo wir hinfliegen. Also wir haben Handgepäck. Es wird auf jeden Fall innerhalb von Europa sein für 3 Tage. Aber ich hoffe, was Geiles zu essen. So Italien, Spanien wäre geil. Fällt aber auch Istanbul. Gucken wir einfach mal. Let's go. So, werden wir ja gleich sehen. Aber es ist richtig voll, ne? So, gerade mitten im Reisechaos hier. Hier laut Uhrzeit, ne? Ich habe ja gerade geguckt. Palma, was war noch dran? London oder Amsterdam? Amsterdam. Ja, Palma, London oder Amsterdam ratest du? London wird schon gecancelt. Tada! Istanbul noch. Yeah. Und diesmal ohne Haartransplantation. Ich habe ja nichts erlebt. Ich wollte unbedingt was sehen, aber es ging einfach nicht in den kurzen Tagen. Und jetzt freue ich mich. Bin richtig fett, geile Stadt und jetzt mal es richtig erleben. Vor allem richtig geil fressen. Wir nehmen euch mit. Oh. Aber ich freue mich auf das Essen, ey. Istanbul, ich war ja so traurig wegen den Haaren, dass ich da nur wegen der Haar-OP war und nichts gesehen habe von der Stadt. Ich habe so richtig Bock jetzt auf die Stadt. Und auf das Fressen, so die Vibes, die Atmosphäre der Stadt mitnehmen. So eine geile Stadt, Istanbul. Ich freue mich drauf. Ich bin richtig fett. Was essen wir heute Abend? Ganz viel Gegrilltes, glaube ich, und Hummus. Boah, so richtig schön Brot mit Grillplatte, mit ganz viel Pasten. Richtig schön viel Fett und Kohlenhydrate, ey. Bis wir platzen. Aber wir laufen ja noch viel, ne? Ja. Können es ja leisten. Ja. Das geht schon. Ich verdiene aus. Ja. Istanbul, Leute. Aber jetzt fährt man noch mal eine Stunde in die Stadt, weil der Flughafen relativ außerhalb ist. Aber sieht auch noch mal schön was von der Stadt, ne? Kein Spaß heute, ne? Schon über eine Stunde an der Passkontrolle. So lange standen wir noch nie. Das kennt man eigentlich nur aus Amerika. Ja. Aber wir hoffen, dass wir gleich mal durch sind, weil dann müssen wir noch eine Stunde mit dem Taxi in die City. Ich muss sagen, die Stadt flasht gleich wieder. Vor allem aber auch wegen dem ganzen Verkehr. Ist katastrophal, ne? Also das ist wirklich katastrophal mit dem Verkehr. Also in der Stadt kannst du nicht Auto fahren. Ich glaube, hier gibt es eine U-Bahn, die werden wir dann nutzen, weil sonst kommst du nicht voran, du brauchst eine Stunde von A nach B. Es ist schon wieder sehr beeindruckend mit den ganzen Hochhäusern, aber dann direkt daneben dieses ganze Kulturelle, die Moscheen, die alten Gebäude, dieser Kontrast, das ist einfach Istanbul in meinen Augen. Dieses Moderne und das Alte ist ziemlich geil und es ist einfach überwältigend, wie riesig wieder alles ist. Also selbst wenn man mal in New York war oder sonst was oder auch in Bangkok, kann Istanbul safe mithalten. Das ist mindestens genauso riesig. Ja, war auf jeden Fall eine gute Wahl von euch. Wir waren ja vor 4 Monaten noch hier, damals mit dem medizinischen Eingriff. Das heißt, ein Teil von mir ist schon türkisch, meine Haare. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Aber, ey, das ganze Blutbier, ne? Wir können auch einfach eine neue Nase mitnehmen. Ja, auch ein bisschen Botox. Ein bisschen Botox, ne? Können wir wieder in die gleiche Klinik? Nee, diesmal werden wir uns echt ein bisschen Kultur reingönnen, weil die Stadt hat so viel zu bieten. Das gucken wir uns an. Ach. Lange Fahrt. Marmara Pera. Guti so, oder? Ja. Gucken wir mal rein. Here we go, Leute. Bad. Boah, was ist da aus? Nice Mikro. Wow. Nice view. Yes. Ich geh das mal rein. Wow. Perfekt. Das ist meine Aussicht. Krass. Kleines Zimmer noch, aber die Aussicht ist unbezahlbar, ne? Er hat gesagt Big Room. Aber guck mal, Leute, die Sonne geht halt unter. Zieht euch das mal ein, ey. Das ist so eine kranke Riesenstadt. Das beeindruckt mich ja. Wie gesagt, das hat mich ja, wo ich hier wegen den Haaren war, vor kurzem schon so krass beeindruckend und so aufgeregt, dass ich einfach keine Zeit habe, mir das anzugucken. Jetzt haben wir die Zeit, Alter. Das ist einfach so eine heftige Stadt. Boah, ich freue mich so darauf. Das ist krank. Zieht euch das mal rein und das ist ja nur so ein Teil davon, ne? Einfach mal irgendwie 10 Millionen Einwohner. Bam. Leute, erste Food-Action hier. Wir werden natürlich, ja, wahrscheinlich standardmäßig türkisch essen, weil hier gibt es echt so viele geile Läden. Wahrscheinlich kann man kaum was falsch machen. Wir gucken mal, was wir heute auf den Teller kriegen. Aber diese gemütlichen Gassen hier. Das kann doch irgendwo in Spanien oder sonst wo sein. Also richtig, richtig nice. Sieht richtig schön aus. Richtig geile Vibes hier in der Stadt. Fischin, hier ist draußen alles voll. Deswegen gehen wir mal rein und gucken, ob wir drinnen einen Platz finden. Let's go.
Ja, genau, hier sind wir gelandet. Sehr beliebter Laden hier. Laut Google-Bewertung auch richtig voll, deswegen sitzen wir drin. Und vorweg gibt es hier passend Paprika, dann Aubergine und Hummus. Lecker. Und dann haben wir gleich ein paar Köstlichkeiten, ein bisschen Hähnchen. Was haben wir noch? Garnelen haben wir bestellt. Wir haben Fitchen bestellt. Fitchen, das ist so ein, wie so ein Kisch. Oder Kisch heißt das, ne? Nein, Fitchen heißt das. Ja, aber das ist so ähnlich wie so ein Kuchen, wo so Hackfleisch drin ist. Aber wir gucken gleich mal. Wir gönnen erstmal die Vorspeise. So, das erste ist angekommen, das ist so ein Fitchin. Das ist so ein bisschen wie so eine Kisch, sieht das aus, finde ich. Aber es hat Fleisch drin. Und dann haben wir hier türkische Dumplings. Das sieht natürlich so ein bisschen aus wie Mante mit der Joghurtsoße drüber. Sieht auch richtig geil aus. Die Pasten sind genial und gleich kommt noch mehr. Ah, sehr geiles Essen. Richtig weicher Teig. Richtig geiler, matschiger. Hat matschiges Hackfleisch drin, guck mal. Geil. Richtig geiler, weicher Teig. Lecker, ne? So, dann haben wir noch so entbeiltes Huhn. Ja, richtig geil. Und dann nochmal hier. Ich zieh euch das mal rein. Das sind Garnelen mit Käse überbacken und Gemüse drin. Richtig geil. Wir inhalieren dir das gerade. Also brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. So, Leute, Fidschi. Absolute Empfehlung, ne? Ja, und für den Preis, also das war echt überraschend. Ich hätte gedacht, das kostet viel mehr. Vor allem, guck mal, wie beliebt das ist. Das gehört alles dazu. Die sitzen hier alle. Also überraschend günstig. Für ein geiles Essen. Also guckt vorbei, geiles Ding. Die Kollegen kennt man auch, ne? Die einen verarschen mit dem Eis, finde ich cool. So, hier nehmen wir noch einen kleinen Döner mit. Der gibt es so ganz dünne. Umgerechnet ungefähr 2,50 Euro. So auf Kralle noch einen kleinen Döner, muss man hier mitnehmen. Oh, guck mal, mit Pommes drin. So dünne, ist eher so Dürüm, ne? Ja, kleine dünne Dürüm. Probier mal noch. Es ist heiß. Geil, ne? Richtig lecker. Pommes natürlich mit drin. Und während ich hier esse, sehe ich schon wieder Essen. Guck mir das wieder reinpflanzen, Leute. Wenn wir nicht so viel laufen würden hier wahrscheinlich die nächsten Tage, dann würden wir irgendwann nur noch rollen und fett sein. Aber echt geil, das gehört dazu. Geiles Essen hier. Baklava. Das sieht schon ziemlich heftig aus, ne? Wir sind ja eigentlich so die Baklava-Fans, ne? Wir finden es mal zu heftig, aber wir lassen uns gerne überraschen. Probieren auf jeden Fall. Guck mal, da ist so Mascarpone drin oder so, ne? Wow, das sieht gut aus, ey. Ich glaube, auf jeden Fall müssen wir hier noch mal ein bisschen was essen. Da kann man nicht so viel von essen, aber das sieht ziemlich geil aus. Nock hat mich noch zur Nachspeise überzeugt. Die kriegt man einfach alles an Nougat und den ganzen Kram. Ja, gucken wir mal, ob wir hier noch was reinfratzen. Ein bisschen Fruchteis, Kirsche, Lemon und Mango, ein bisschen Baklava und Knöpfe. Das geht jetzt mal rein, let's go. Gym abchecken. Hotel Gym? Ja, ja. Klein, aber fein. Dabei wollte ich heute Beine machen, ey. Ich habe auf einen Strecker und einen Beuger gehofft. Scheiße. Jetzt muss ich hier so ein bisschen wieder. Egal. Bulgarians. Ja, man kann immer irgendwas machen, ne? Das sind ja auch nur ein paar Tage. Also Ausreden gibt es mehr eigentlich. Deswegen ziehen wir jetzt durch. Während Nocke ihr Yoga macht, stehe ich dem Ganzen nicht so vertrauenswürdig gegenüber. Ich finde das mal ein bisschen komisch, wenn man im Fitnessstudio an irgendwelchen Geräten irgendwelche losgelösten Schrauben findet. Da hat man mal ein bisschen Angst, mehr Gewicht drauf zu packen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen mache ich hier auch so ein bisschen mehr Bodyweight-Geschichten jetzt heute und vielleicht finden wir morgen Gym. Sonst ziehen wir ein paar Tage einfach so durch. Nock hier. Ja. Da hat man Bock auf mehr Gewicht. Lieber aufpassen, du. Jo, ey, nach ein, zwei Übungen habe ich ein bisschen Angst, dass gleich die Decke runterkommt. Guck mal. Also das kannst du vergessen. Das ist halt... Ja, das funktioniert nicht über die Schraube. Dann habe ich gedacht, guck mal hier, Beinstrecker so ein bisschen. Leute, dann ist hier gleich dieses Ding runtergefallen und habe mich zurück und in dieses Polster abgegangen. Also so langsam habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, wir lassen das lieber. Gehen morgen noch mal ins Gym oder trainieren lieber mit Sling Trainer. Also, oder ich mache das, was Locker macht. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Sterben, Schildkröte oder so. Ja, man kann sagen, Gym ist kacke. Aussicht ist aber grandios bei dem Hotel. Aber mit dem Gym ist nicht so schlimm, wie gesagt, weil man ist direkt in der Stadt, wie man sieht. Und da können wir dann einfach morgen ins Gym gehen. Und jetzt gehen wir nochmal in den Pool, das checken wir nochmal ab. Aber ey, diese Aussicht, Leute, zieht euch das mal rein. Mittendrin. Feiert dich. So, jetzt gucken wir uns auch noch alles an. Checken wir mal Rooftop und Pool ab, Leute. Schon geil hier. Das ist schon nice. Während ich hier im
Damit kann man richtig geil Sightseeing machen. Guck mal hier, das ist der Galata-Turm. Dann haben wir dahinter, das ist die Hagia Sophia. Das ist der asiatische Teil der Stadt mit der riesen Skyline. Guckt euch das mal an mit den ganzen Hochhäusern. Das sieht schon ziemlich fett aus, ne? Wie so New York oder so. Es hört einfach nicht auf, es ist einfach unendlich groß. Auf geht's, Sightseeing. Nock, hast du Bock, eine Stunde zu Hagia Sophia? Wir laufen. Nock, jetzt komm. Ich sag ja immer, nur Autos, die fahren, müssen auch getankt werden. Sonst gibt's heute kein Essen. Sonst gibt's heute kein Essen, wir müssen los, komm. Süß. So, weiter geht's mal. Also, Katzen sind hier sehr viele. Laufen hier rum, finde ich immer niedlich. Ich mag kleine Katzen. Kleine, süße Straßen, ne? Wo man hierher läuft und dann hat man hier überall so kleine Cafés und Bäckereien. Das ist echt eine besonders schöne Atmosphäre, hier einfach nur herzulaufen. Here we are, Galata Tower, Leute, wir sind da. Oh. 1527, erstmalig erbaut, mehrmals zerstört. Ursprünglich als Sichtungsturm oder als Leuchtturm. Sieht so ein bisschen aus wie der Wasserturm in Mannheim noch. Ich hab den noch nie gesehen, Mann, aber ich find's krass, weil die Menschen haben mit unseren eigenen Händen gebaut. Gönnt euch das mal. Ja, Doc, aber ganz ehrlich, ohne Witz, putz mir auch mit meinen eigenen Händen die Zähne. Also, aber sieht geil aus, muss man schon sagen. Und ich würde sagen, jetzt laufen wir weiter zu Hagia Sophia. Richtig schön. Also wirklich, dieser Viertel gefällt mir sehr. Dieser Viertel. Dieses Viertel. Da kann man auch viel Krempel kaufen. Guck mal, hier diese kleinen Gassen sind schon nice, das hat schon was. Doch, Fasten brechen hier oder was? Ja. Aber ja, Simit ist auch geil. Beste. Aber mega günstig. Was kostet so ein Ding hier? 1 Euro. 1 Euro? Also nur weißen Käse. Ja, ohne. Okay. Ich glaube, ohne wäre 5 Lira gewesen. Okay. Wasser plus Simit mit Käse, 15 Lira. Also noch nicht mal 1 Euro. Noch nicht mal 1 Euro. Wir laufen über die bekannte Galata-Brücke. Ja? Die Atmosphäre ist wirklich einmalig. Also, das haben wir im Osten von Berlin nicht so schön hier mit dem Spree. Das ist hier ein bisschen spannender, atmosphärischer, richtig geil. Und da hinten ist dann irgendwann auch schon die Hagia Sophia, unser Ziel für heute. Aber man sieht auch so viel. Also kann ich euch empfehlen, das machen wir immer so, wenn wir so Urlaub machen. Wir nutzen eigentlich nie Taxi oder U-Bahn. Also U-Bahn ist natürlich praktisch, aber man sieht ja gar nichts von der Stadt. Obwohl wir in New York waren, nie U-Bahn gefahren. Weil es ist ja viel geiler, wenn du läufst und was von der Stadt siehst. Und dann, das machen wir auch hier. Wir machen so, ja, so viel wie geht zu Fuß einfach. Schmeckt das Ding? Mhm. Okay, probier heute Abend, ja. Krasse Atmosphäre, ne? Wo die jetzt hier alle beten. Das ist schon eine geile Atmosphäre. Was eine Atmosphäre, Leute. Hier ist so ein Bazar, ne? Guck mal, hier kriegt man einfach die geilsten Sachen zum Essen. Ich komme nicht daraus, Fotos zu machen. Das ist einfach ziemlich nice. Ich hasse Oliven, aber selbst Oliven sehen hier gut aus. Sieht ziemlich gut aus. Das sieht aus wie so ein Tempel hier. Richtig geil. Also hier kriegt man so geile Sachen, ne? Aber brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Aber einfach Inspiration hier, ne? Ohne Ende einfach das mal auf. Oder einzuatmen in diese Atmosphäre ist einfach genial. Endlich mal ein bisschen ruhiger hier. So geht's hier bergauf. Wir hoffen, wir finden gleich die Hagia Sophia irgendwo da auf dem Hügel. Ja, das ist die Hagia Sophia. Wahnsinn, oder? Ein altes Ding. Ja, das ist ein richtig altes Ding. 500 nach Christoph ja. gebaut. Christoph. Ja. Und hier, das ist die blaue. Das ist die blaue, Leute. Die mag ich ja mehr von der Architektur. Ja, die gefällt mir mehr. Sieht, die Hagia Sophia ist die bekannteste, aber gar nicht mal so die beeindruckendste. Ne? Ja. Aber muss man auch mal gewesen sein. Wir könnten hier so reingehen, aber ich habe geguckt, da stehen die Leute an, da würden wir wahrscheinlich stundenlang warten, da habe ich keinen Bock drauf. Aber es lohnt sich extrem krass. Ich war schon mal drin und es ist super schön. Ja, ich habe Bock für eine Stunde. Man kann auch wohl Tickets kaufen ohne anstehen, aber wenn das 500 Menschen machen, dann muss man auch anstehen. Nee. So, ja. Hier oben ist auch nice, ne? Das ist nice. Jetzt trinken wir hier eine Cola Zero und später gibt es dann Essen mal hier. Das ist genial. Hier oben ist schon so eine richtig kranke Aussicht, ne? Guck mal hier, Blaue Moschee, Hagia Sophia. Und da hinten einfach komplett Aussicht auf die Skyline, auf den Bosporus.
Ich glaube, das ist so die ultimative Aussicht für ein Restaurant, was man hier in Istanbul haben kann. Aber wir sind auch recht früh dran, 18 Uhr. Wenn man jetzt nicht später reservieren möchte zum Sonnenuntergang, kannst du knicken. Guck mal, wie die Leute alle noch chillen, noch geile Atmosphäre, oder? Richtig nice, da hinten ist gleich Sonnenuntergang, da hinten Galata mit dem Turm, richtig fett. Schon Atmosphäre, richtig Vibes heute. Nice, die Idee. Hier sind sie immer noch am Fischen. Jetzt kommen nachts diese ganzen Vögel oder abends raus. Und diese Lichtatmosphäre ist richtig geil in der Stadt, ne? Und hinter uns die blaue Moschee, mega cool. Ist die blaue? Nein, die blaue ist über den. Aber ja, die sehen alle ein bisschen ähnlich aus. Die sehen alle gleich aus. aus. 13 Kilometer heute. Aber man ladet sich hier ganz schön einen ab, ey. Vor allem, weil es mal so krass bergauf und bergrunter geht. Das ist anstrengend, ne? Aber wir belohnen uns gleich mit einem leckeren Essen, ne? Eine alte Straße, Mann, auf, wie in Lissabon, ne? Wie in Lissabon. Wie in Lissabon. So, wir gehen jetzt schön Kebab suchen. Wir haben wieder einen Laden rausgesucht und hoffen mal, dass er schmeckt. Mal gucken, wo der ist. Schon gut am Schwitzen, ey. Wir Lise Kebab. Wir gehen rein, Leute. Das ist der Laden. Ich bin gespannt. Den Platz kriegen. Ah, es sind nur 10 Stück. Hier gibt es eine geile Auswahl, Leute. Haben wir auch über Google gefunden, mega gut bewertet. Und auch rappelvoll und sehr geil in Galata gelegen. So Spieße, Pasten, was das Herz begehrt. Schaut mal hier, leckere Spieße. Die macht man nachher ins Brot. Ich zeige euch das gleich mal. Dann haben wir Pasten wie Hummus. Hier so ein Dip. Ne? Dann haben wir noch, was ist Weiß hier nochmal? Tzatzik, das ist Menemme oder so. Also sind viele Kleinigkeiten. Auf jeden Fall eine große Platte, ein bisschen Fleisch müssen wir nachher nachordern. Das sieht aber ziemlich nice aus. Das ist eine geile Atmosphäre hier auf jeden Fall. Okay Leute, man nimmt sich hier so ein Stück Brot, ne? Und dann zieht man damit quasi das Fleisch ab. Und dann haut man natürlich noch die Pasten da rein. Dann hauen wir das ein bisschen hier rein. Hummus. Hier noch. Kommen hier noch ein bisschen Gürkchen. Das Gürkchen. Und dann haut man sich das einmal so rein. Empfehlung? Ey, Todesempfehlung. Eine 10 von 10. Und es macht voll Spaß, das zusammen zu essen. Auch mit mehreren Leuten so. So wie Fondue essen oder so, ne? Wie so ein Experience. Macht Spaß mit Hand so rein da. Voll gut. Leute, da soll es einen ganz bekannten Cheesecake geben. San Sebastian Cheesecake, ne? Mit Schoko überzogen. Den holen wir uns jetzt. Da bin ich mal gespannt. So Leute, den hier, den wollen wir haben. Der ist ganz bekannt, den Cheesecake. Den nehmen wir jetzt mit. Leute, zieht euch das mal rein. Richtig, richtig nice. Einfach verbrannter Käsekuchen mit Schoko überzogen und einem Eistee. Den gönnen wir doch mal ordentlich jetzt. Gut, oder? Ja. Geil. Richtig geil. Boah. So schön fluffig und cremig. Und mit der Schokosauce ist schön schokoladig. Besser geht nicht. Also, Leute, ihr müsst das ausprobieren, wenn ihr hier seid. Es ist so lecker. Weiter geht's. 49 Lira. Okay, perfect, thank you. Also, 100 Gramm sind 49 Liter. Ja, und einfach ganz viel rein. Rein. Du musst mir sagen, was du möchtest. Okay, noch 7 Euro umgerechnet ist schon 7 ein bisschen. 7 Euro haben wir gerade so für diese Häuser. Das war verarscht, das war teuer. Nein, nicht verarscht, aber halt okay. Aber das ist auch nichts. Türkisches, das gibt es auch in Prag, Captain Candy. Aber es ist ganz geil, wie die das aufgebaut haben. Lass mal einen hier reinhauen. Ja, so, hol du deine Sache raus. Das ist meins. Ich mag das hier. Du magst saure Sachen, Christoph mag nicht saure Sachen. Mm. Naja, kennt man. Mm. Lieber türkischen Nougat holen. Mm, lecker, lecker, lecker. Ich sag euch, schmeckt echt gut hier. Nock muss ja mal shoppen. Ne? Und dann sitze ich immer oder stehe vor dem Laden und fresse mich voll. Das ist mein Urlaub, einfach zu essen,
Shoppen ist überhaupt nichts für mich, aber ich bin mit meinem Essen echt glücklich. Ne? Mehr brauche ich nicht in meinem Leben. Der nächste Tag, Leute, ein buntes Treiben auf den Straßen von Istanbul. Nock hat sich schon wieder ihre fünfte Handykette gekauft. Ich weiß nicht, was das für ein Trend ist, goldene Ketten da am Handy zu haben. Also ich finde, ein Handy geht einfach in die Tasche, fertig. Wir laufen jetzt runter zum Hafen, wollen eine Fähre nehmen und fahren dann nach Asien. Ne? Wie heißt der Bezirk da hinten nochmal? Du willst eigentlich nur shoppen, ne? Ja. Da haben wir schon gedacht. Es ist immer so, sie sagt, ah, das ist voll gut, da kann man sich voll gut was angucken. Aber im Hinterkopf weiß sie, da gibt es irgendwelche Läden, wo sie sich irgendwas kaufen will. So sind Frauen immer so richtig... So hieß hinterlistig. Die wollen eigentlich da nur zum Shoppen gehen. Ich sag's euch. Darf ich mit dem Bosporus fahren? Ja, okay. Fahren wir mit dem Bosporus. Oh, guck mal hier, Leute. Das sieht auch geil aus hier. So, ist sehr erschwinglich. Also eine Fahrt kostet ungefähr 1 Euro oder 90 Cent. Dafür können wir einmal rüber. Da hinten. Nach Asien. Und genau, man braucht so eine Istanbul-Karte. So eine Karte, die legt man da drauf. Die lädt man sonst auf. Oder man holt gleich eine 3er oder 1er-Karte. So, da sind wir schon in der Halle. Und dann geht es nach Karikom. So, bist du gespannt? Hey, ich kenne es ja schon. Aber schon geil. Ist schön. Vor allem jetzt hier, wenn die Sonne ballert und der Wind da ist, ist es nicht so heiß. Ja. Das ist ein kleines Schon Meinung, wie viele Schiffe hier rumfahren, ne? Genau jetzt, Leute, betreten wir Asien. Zack. Ja, kann man machen. Karikoy. Karikoy ist quasi die andere Seite vom Bosporus. Die asiatische Seite. Jetzt haben wir es. Sind gerade, aber wenn ihr seht, waren wir mal eben in Asien am Wochenende. Ist ja auch irgendwie gar nicht mal so weit weg. Wenn ihr überlegt, Flugstunden 2, 2,5 von Berlin. Und sagt, das ist ja das Geile an Istanbul, Leute. Das ist das Geile, wieso man Istanbul machen sollte. Es ist halt eine andere Kultur, es ist einfach eine andere Welt. Ne? Ich meine, so wenn man jetzt nach Kopenhagen fliegt, nach Stockholm, alles cool. Aber Istanbul, Türkei ist nochmal eine andere Welt. Und das in so einer kurzen Zeit, das ist ein geiles Erlebnis, dass man mal eben rüberfliegt und komplett Tapeten wechselt. Das ist das Geile an Istanbul. Gleich ab, ne? Voll geil. Richtig geil. Macht Spaß, so zu hören. Ja. Ist ein bisschen einfacher hier als auf der anderen Seite so gefühlt. Ein bisschen schäbiger sieht's aus, aber irgendwie auch eine geile Atmosphäre. Du hast ein bisschen Simmet, ne? Ja. Sie will Simmet schon wieder. Simmet ist geil. Leute, das meine ich damit. Nur wegen diesen Shops bin ich jetzt mit Nock hier rüber. Gar nicht. Das war ihre Idee, diese Handy holen und so ein Zeug, wie sie haben. Das ist genau ihr Ding. Das kriege ich für 3,50 Euro, also fast 4 Euro. Schaut mal, Lok hat mich angesteckt. Ich habe jetzt Bling Bling am Start. Auch neue Handy ohne, die kommt weg. Ja. Aber es ist ein bisschen, rutscht ein bisschen weg, ne? Aber hier gibt es überall diese Shops und Lok ist in jedem Laden drin. Ich sag, ich es macht so Spaß, überall hier reinzugehen, neues Leute. Neues Panzerglas, das ist so wie, also Luft drauf jetzt. Das sieht wirklich gar nicht aus, als wäre da kein Panzerglas drauf. Neues drauf, Handy ne? Jetzt, warte, was haben Sie gezahlt? 10 Euro oder so, ne? Ja. Geil, diese. Nock, diese Kreuzung sieht ein bisschen aus wie Shibuya in Tokio. Guck mal hier. Ja. Hier gibt's alles. Oder? Ein bisschen Shibuya-Style. Und ein bisschen auf Wall Street. Die haben sogar hier einen Stier. Karikoy ist so für Fake-Klamotten, glaube ich, bekannt. So Billig-Shops. Für Handyhüllen könnt ihr da kaufen. Meine müssen noch entsorgen. Alles günstiger. Im Zentrum von Istanbul. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, was ich ganz komisch finde? Es ist kein Scherz, in ganz Istanbul habe ich noch keinen öffentlichen Mülleimer gesehen. Ja, wieso überall Mülleimer? Wieso gibt es hier keine Mülleimer? Dann haben die auch hier so Plastiktüten auf dem Boden, wo alle ihren Müll reinwerfen. Ich glaube, hier ein paar Mülleimer aufstellen, dann ganze Stadt, die Stadt wäre viel sauberer. Das verstehe ich nicht. Vielleicht weiß einer, wieso das so ist. Ich verstehe es nicht. Oder wir sind zu doof. Vielleicht sehen die ja ganz anders aus, als von uns Mülleimer. Nock, das ist der Grund, wieso du hier bist, ne? Original auf jeden Fall, alles. Alles real. New Balance, alles real, alles original. Und ich befürchte das Schlimmste, das geht die ganze Straße darunter mit diesen Shops. Noch, du bist nur deswegen hier, ne? Du hast geahnt, was es hier gibt. Ja. So Krempel, T-Shirts, Klamotten, Fake-Sachen, oh Mann. Dieses Modell ist komplett ausverkauft, ist komplett in Deutschland. Das gibt's gar nicht. Deswegen mehr. Aber ich krieg's hier für 15 Euro. Egal, nur noch hier für 15 Euro. Dann kaufst du das Modell halt hier für 15 Euro, alles klar, safe.
Naja, wenn die mal nicht auseinanderfallen oder im Winter das da reinschneit. Ne? Ey, Leute, ich sag euch eins, für Nock ist das hier Paradies. Ja. Für mich ist das die absolute Hölle. Das ist Horror, ne? Sie ist voll, sie liebt Shoppen, ich hasse Shoppen. Ich habe dafür nichts übrig. Ich kann mit einem T-Shirt so ne, 3 Jahre rumrennen. Sie muss jedes Mal ein neues kaufen. Sie braucht Accessoires, Kettenblatt. Ich bin überhaupt nicht so viel. Ich hasse Shoppen. Ich finde das größte Zeitverschwendung, Shoppen. Lieber mal irgendwann, wenn ich ein T-Shirt brauche, im Internet bestellen, fertig. Aber überhaupt nicht mein Ding. Ich finde die größte Zeitverschwendung in so Läden gehen und mir irgendwelche T-Shirts angucken. Boah. Doc, das ist nicht dein Ernst. Du hast, seitdem wir hier sind, das sind erst 2 Tage, schon 10 von diesen Ketten gekauft. Ja, guck mal, du hast noch eine. Süß. Guck mal, für jedes Outfit so eine verkackte Handykette. Was ist denn das für ein Trend, Doc? Mach doch dein Handy einfach in die Hosentasche. Bitte? Ja, die ist schön. Nimm mit. Kauf, die ist gut. Die ist wirklich gut. Komm. Du hast so eine Theorie, die ich nicht also verstehe. Also meine Mama hat mir beigebracht, beim Shoppen musst du nicht in die Umkleidekabine, weil auf dem vietnamesischen Markt gibt es auch keine Umkleidekabine. Deshalb, bei Hosen müsst ihr einfach um euren Hals den Bund halten. Und wenn es das hier ganz normal berührt, ich glaub, man trägt den passt den Kopf. Es. Dann passt es perfekt. So, und wenn es Bullshit da drüber ist, dann ist es groß. Und wenn es nicht, sich nicht berührt, dann was ist es, wenn ich angeschwollene Lymphknoten habe? Ist was anderes, das ist Blödsinn, Nock. Das ist wirklich Blödsinn. 99% hat es immer geklappt. Never. L, du hast L. L, okay. So, Nock, eine neue Louis. Ich hab dir doch eine zu Weihnachten geschenkt. Ich guck mir die Taschen noch an. Du brauchst jetzt ein anderes Modell hier, was vielleicht ein bisschen günstiger ist. Endlich sind wir durch diese Straße durch. Übrigens, kleine Aufklärung, wieso keine Mülltonnen hier sind. Weißt du jetzt? Ja, weil früher ganz viele Bombenanschläge und die ganzen Bomben in den ganzen Mülltonnen sind. Da waren Mülleimer, aber da wurden viele Bomben deponiert und die sind leider hochgegangen. Deswegen verständlich, dass es hier keine Mülleimer gibt. Aber auch irgendwie trauriger Fakt, ne? Ja, trauriger Fakt. Ja. Aber dann lieber ein bisschen dreckig als Bomben, die hochgehen. Das muss man schon sagen. Sollen wir das noch kommentieren? Das ist wirklich so von Lissabon geklaut. Nicht geklaut, aber okay, auf jeden Fall. Hat das mega krasse Lissabon, aber ich war ja vorher. Bist du sicher, vor dass Lissabon dort das eher hatte als Istanbul? Ich weiß es nicht. Und vor allem der Tram, die Tram ist ja auch hier. Da haben sie auch geklaut. Da haben ne? sie auch geklaut. Nein, aber ich glaube, Istanbul ist einfach eine ältere Stadt es, als Lissabon. So, und von daher, ich find's vielleicht cool hat auch Lissabon alles geklaut. Ich finde Kadikoy richtig cool. Also wenn ihr in Lissabon seid, müsst ihr nach Kadikoy. Okay. Bonjour. Wir haben hier so ein Essen ohne Ende, Leute. Überall kann man sich hier richtig geil reingönnen. Aber wir fasten, wir essen ja später, weil es ist einfach geil, sich das Ganze anzugucken. Und wenn ihr mal hier seid in Kadikoy, könnt ihr auch bestimmt viele Leckereien hier einfach mal probieren. Guck mal, frischer Fisch am Start. Alles, was das Herz begehrt. Oliven. Die ganze Straße nur mit Essen, Gemüse. Alles frisch gemacht. Richtig lecker sieht das alles aus. Guck mal, da hinten geht's weiter. Fand ich schon wieder anders. Sieht ihr dich schon wieder ab? Und ich wollte mit Käse haben, aber er hat einfach angefangen, für Nutella drauf zu spreaden. Tja. Jetzt habe ich eine Hälfte Nutella und eine Hälfte Käse. Boah, ist das ekelhaft. Ja, das war's mit Fasten, ne? Lecker. Kurzer Ausflug nach Kadikoy noch. Jetzt geht's wieder mit der Fähre zurück auf die europäische Hälfte. Hat sich gelohnt, ne? Das hat sich gelohnt. Wir müssen wirklich hier nach Kadikoy. Es macht mir richtig Spaß. Hier sind ganzen Cafés. Man kann richtig gut essen hier. Also wenn ihr auf Shoppingfieber seid oder so auf Kultur und schon auf Tagsüber futtert, kommt vorbei. Schnell auf die Fähre! So, jetzt aber schnell. Am besten geht ihr immer nach oben, Leute. Das ist einfach am geilsten dann, ne? Unglaublich hier, wie im Kino, Leute. Die Atmosphäre hier direkt auf dem Bosporus. Das ist wie gemalt. Müssen wir mal machen, so eine Fährenfahrt hier, Leute. Das ist einfach der Knaller. Für 90 Cent so eine Fahrt. Es gibt kein besseres Sightseeing. Das ist einfach geil. Geil. Somebody else that help ourselves leave our troubles upon the shelf. Es gibt die ganzen Touri-Fallen, wo man Bosporus-Fahrten macht und 20 € ein Ticket kostet. Kann man vielleicht dazu sagen, nehmt einfach die normale Fähre, wo auch ganz normal die Türken zur Arbeit rüberfahren oder so, anstatt so eine Travel-Touri-Dingsbums, weil dann zahlt ihr locker mal das 30-fache oder mehr dafür. Geht viel bergauf hier. Gutes Beintraining. Aber dafür sieht man viele schöne Ecken. Das macht es doch aus, oder? Man macht immer die Augen hier auf, man hat viel zu sehen in den Straßen. Nur wir vier sind hier drauf. Letzter Abend. Ja. Sunset nochmal hier. Auf der Dachterrasse. Ja. Geil, ne?
Was essen wir heute? Pide und Mantö, darauf habe ich Lust. Das klingt gut, ne? Ja. Okay, guck mal hier. Skyline. On the dunklen Gassen von Istanbul ein letztes Mal. Nock, verlier dich nicht im Handy, sonst verlierst du dich in den Straßen. So, jetzt gibt's richtig gleich Lamacun-Laden. Ich hoffe, wir finden den. Ein bisschen versteckter diesmal. Und, ja, was soll man? Lamacun hier Pide, ne? Und Fleisch. Und wenn das nichts ist, einfach Kebab. Das gibt's überall gut an jeder Ecke. Aber diese verwinkelten kleinen Ecken, ich lieb's einfach, ne? Es ist einfach geil. So, jetzt hoffen wir, dass wir den Laden finden. Gucken wir mal. Sehr geil. So was kann man ja auch fahren, Leute. Aber würde ich in Berlin auch machen. Ich fahre ja sonst auch Roller. So. Hier ist der Laden. Das soll einer der besten Lamacun und Pide-Läden sein. Waran. Jetzt sind wir ein Stückchen jetzt gelaufen hier. Und wir gucken mal, ob wir dann Platz kriegen, was es so leckeres gibt. Wir haben hier schon mal die leckeren Vorspeisen und ein bisschen Tabuk. Und wir haben einen kleinen Gast. Look at the cat. So viele Katzen. Ich mag das ja, ne? Also ich habe nichts gegen Tiere. Oh, jetzt kommt schon hier. Sieht ja geil aus. Pide. Lamacun am Start. Und nochmal ein Pide mit Ei. Egg. Sehr geil. Meat and cheese. Egg, meat, Lamacun. Cheese with meat, Lamacun. Nice. Perfect. Thank you very much. Oh. Auch hier. Schön crispy. Sehr geil. Wirklich sehr geil. Ich freue mich drauf. Mhm. Lamacun. Oh, schön viel Fleisch drin. Geil. Boah. Dippen. Dippen. Baum. Baum. Oh, okay. Chai trinken. Chai. Christoph ist nicht so der Chai-Fan oder der Tee-Fan? Nee, ich bin nicht so der Tee-Fan. Aber ich liebe es. Ich bin eher so Team Eistee, muss ich sagen. Aber ey, cheers noch, ne? Nee, ja, Christoph, ist noch ein bisschen Zucker heiß. Zucker, Zucker. Ist noch heiß. Ich muss Zucker reinmachen. Auf jeden Fall, wie wir es essen. Es ist mega. Also eine 10 von 10 auf. Auch eine Empfehlung. Also screenshot euch jetzt den Laden. Hier. Dann kommt ihr mit. Das war richtig gut. Es waren 350 türkische Lire mit allem drum und dran. Das sind umgerechnet ungefähr 20 Euro. Für zwei Personen. Ja, dafür kriegt man in Berlin zwar auch viel, aber im Rest von Deutschland fast gar nichts, oder? Ja. Also ja, in Berlin auch nicht so viel. Also muss man sagen, das Essen ist extrem günstig in der Türkei. Ne? Das, da kann man richtig reinhauen tatsächlich. Wohlgemerkt Sonntagabend in der Innenstadt hier. Es ist krass, wie voll das ist. So voll habe ich in Deutschland eine Innenstadt noch nie erlebt. Das ist krass. Das ist allein Sonntag. Schön die Idylle mit Tabuk und Pommes und Kram. Als Nachspeise. Genau mein Ding. Schön ohne Salat. Angebraten, ne? 30, das sind wie viel? 30? 2 Euro. 1 Euro, ne? 2 Euro. 2 Euro. Nein. Live-Test, Leute. Frisches Hähnchendönerfleisch, so brauche ich das. Krönender Abschluss, Leute. Krönender Abschluss ist hier. Bei Mustafas soll beste Baklava sein. Wir gucken mal, was hier sonst noch alles gibt. Wir gehen mal rein. Heute gönnen wir uns hier mal. Schon tausendmal vorbeigelaufen. Guck mal, hier so ein Törtchen. Oh yeah, Leute, das ist so geil. Vor allem haben die auch mal gute Fotos drin. Dann kann man sich gleich vorstellen, was man bekommt. Man kennt ja als Deutscher nicht alles hier an diesen ganzen Baklava-Formen, die es gibt. Und Künefe und Co. Da muss man sich einfach mal ausprobieren. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Also, ich habe den Kellner gefragt, was das Beste ist. Er meinte alles. Deswegen haben wir so noch Augenmaß. Das ist hier so eine Art, ich glaube, Künefe mit Nougat oder Mascarpone. Das werden wir gleich herausfinden. Und das ist dieses bekannte Treliche. Das ist einfach so ein Karamellkuchen-Nock, oder? Mhm. Genau, das hauen wir rein. Und Nock hatte gerade noch irgendwie geäußert, sie will doch noch Käsekuchen. Vielleicht geben wir danach noch Käsekuchen. Deswegen erstmal hier nicht so viel. Sieht aber gut aus. Wir testen mal hier. Das ist auch erstmal hier so eine geile Limo, ne? Das ist echt lecker. Ist natürlich ohne Zucker, aber wenn man schon Zucker isst, dann voll geil. Wir probieren mal hier. Fangen wir an. Hab ich noch nie in meinem Leben gegessen, muss ich sagen. Ich glaube, gibt's auch in Albanien und so. Ja, ist geil. Ist echt so eine Art Milchkuchen mit Karamell. Aber ist auch noch Netsche. Geil. Kann man machen.
Und dann haben wir hier, boah, das ist ziemlich hart, ich glaube, das ist wirklich Nougat und kein Mascarpone. Boah, da beißt ja die Zähne gleich dran aus. Okay, jetzt aber. Oh, geil. Boah. Mit Pistazien drin. Geil. Nougat, boah. Das ist süß, Alter. Direkt Diabetes gleich. Da musst du das echt wie Brot abschneiden, denn da beißt man sich echt die Zähne aus. Das war ganz geil. Auch dieser Milch-Karamellkuchen war super, dieser Treleche. Aber wir müssen gestehen, das Beste noch, was wir gegessen haben, war einfach der San Sebastian Cheesecake mit Schoko. Und deswegen werden wir uns den jetzt auch nochmal gleich holen, weil wir wollen ja krönt das Ganze abschließen mit dem Besten. Das ist super, aber wie gesagt, der Cheesecake ist in unseren Augen noch viel besser. Oh yeah, Leute. Da kann man zum Abschluss sagen, da geht der Cheesecake nochmal richtig in die Kiemen. Das ist so schon das beste Dessert, was wir jetzt hier gegessen haben. Aber die ganzen Sachen, die wir nicht gegessen haben, die sollte man natürlich auch noch ausprobieren. Wir kommen bestimmt noch wieder. Istanbul, eine Stadt, die man empfehlen kann. Auch gerade natürlich jetzt, für Leute, die vielleicht nicht so den dicken Groschen haben, wegen der Inflation kann man echt ganz gut sparen. Also man kann das tatsächlich leider auch ein bisschen ausnutzen. Aber es ist auch eine einfach atemberaubende und tolle Stadt. Das Essen ist einfach genial. Diese Atmosphäre zwischen modern und traditionell, einfach eine Empfehlung wert. Also wenn ihr noch nicht in Istanbul wart, klare Empfehlung. Vielleicht konnten wir euch ein bisschen helfen mit unseren Travel-Tipps und mit dem leckeren Food, was wir euch gezeigt haben. Und in dem Sinne, hauen wir uns das jetzt nochmal rein und bedanken uns fürs Zusehen. Haut rein und Dankeschön. Geil. Das muss jetzt auch noch rein, aber richtig tief. Ganz melancholisch zum Abschluss. Ich weiß, man könnte es auch schöner machen, aber mir geht es einfach nur darum, nochmal ein paar Kalorien zu tanken, weil es einfach geil schmeckt.